Bereiten sich die großen Notenbanken auf eine Finanzkrise vor? Am Montag haben sich die Notenbanken der USA, EU, England, Schweiz, Kanada und Japan darauf geeinigt, Dollarversorgung untereinander zu verbessern, um das Finanzsystem zu stärken. Was genau heißt das? Da die Finanzierungsgeschäfte von normalen Banken über ihre eigenen Landesgrenzen hinausgehen und ein Großteil des weltweiten Finanzsystems in US-Dollar abgewickelt wird, besteht zwischen den Banken ein ständiger Bedarf nach der Weltwährung US-Dollar. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der US-Zentralbank, also der Federal Reserve, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um die US-Dollar-Tauschgeschäfte im In- und Ausland am Laufen zu halten und zu unterstützen. Um das zu gewährleisten, hat die US-Zentralbank verschiedene Methoden. Eine davon sind die sogenannten Swap-Linien. Dabei vereinbaren die Fed und eine ausländische Zentralbank für einen bestimmten Zeitraum Währungen im gleichen Wert zu tauschen. Die US-Zentralbank bietet dabei Dollars an und erhält als Gegenwert die ausländische Währung. Die ausländischen Zentralbanken nehmen die US-Dollar und verteilen sie an die Finanzinstitute in ihren Zuständigkeitsbereich. Das wäre also bei uns in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Die normalen Geschäftsbanken können nämlich nicht einfach direkt bei der US-Zentralbank die US-Dollar anfragen. Und da viele Finanzinstitute durch die aktuellen Bankenpleiten unsicher geworden sind, haben sich die Zentralbanken darauf geeinigt, die US-Dollar-Swap-Geschäfte mit 7-tägiger Laufzeit statt wöchentlich nun täglich abzuhalten, um mehr Liquidität für die Banken bereitzuhalten. Das haben sie gemacht, um die aktuellen Spannungen an den weltweiten Finanzierungsgeschäften zu verringern. Und diese Einigung kam urplötzlich nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS-Bank. Ein Analyst von True Insight sagte gegenüber dem Handelsblatt zum Beispiel, wenn Notenbanken sich mit Aktionen beeilen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, dann sind die Dinge eigentlich nicht in Ordnung. Und die New York Times berichtet, dass die Erhöhung der Swap-Linien unterstreichen, wie ernst die Folge der Bankenprobleme geworden sind. Deshalb stellt sich uns die Frage,